hast nicht die geringste Ahnung, was für ein unglaubliches Chaos du angerichtet hast. Drei Jahre, nachdem sie ihre Familie bei einem Flugzeugabsturz verloren hat, erfährt die mittlerweile als Prostituierte arbeitende drogenabhängige Stephanie Patrick von einem Journalisten in einem Londoner Bordell, dass dies kein Unfall gewesen ist, sondern ein Anschlag. Das reißt sie aus ihrer Lethargie und ihrer Verzweiflung. Sie begibt sich nach Schottland und lernt dort den ehemaligen MI6-Agenten Ian Boyd kennen, der jetzt für eine Organisation arbeitet, die Terroristen liquidiert. Stephanie verlangt von ihm, dass er sie ausbildet, damit sie endlich ihre Rache vollenden kann. Vielleicht erstmal zu dem etwas kryptischen Titel The Rhythm Section. Da würde man ja eventuell vielleicht eher einen Musikfilm drunter vermuten. Das ist es hier nicht. Wird uns gleich am Anfang erklärt von der Hauptfigur, dass es hier darum geht, seinen Körper in den richtigen Rhythmus und die perfekte Balance zu bringen, bevor man dann den Schuss abfeuert sozusagen, also für ihren Auftrag als Killerin, Auftragsmörderin. Ja, ob das so ein perfekt gewählter Titel ist, weiß ich nicht. Es ist eine Buchverfilmung auf jeden Fall. Und das hat der Holger schon erwähnt, diese Bücher waren wohl von den Bond-Produzenten und Barbara Broccoli gedacht, als neue Reihe oder als neue Franchise eventuell zu etablieren, neben dem Agenten ihrer Majestät, mit dem sie sich schon seit vielen Jahren beschäftigen. Das hat aus verschiedenen Gründen jetzt nicht so gut geklappt und ich glaube nicht, dass es davon eine Serie geben wird. Denn dieser Film ist nicht, wie man vielleicht denken könnte, jetzt eine direkt fürs Heimkino produzierte Geschichte. Wenn man ihn dort schauen will, kostet er auch richtig Geld, so wie all die Filme, die nämlich eigentlich hätten ins Kino kommen sollen. Das ist er bei uns nicht mehr, in den USA aber sehr wohl. Und dort ist er fürchterlich baden gegangen. Und es ist einer der größten Flops der Neuzeit sozusagen. Es gibt keinen Film, der in mehr als 2000 Kinos gestartet ist in den letzten Jahren, der ein derart mieses Startwochenende hingelegt hat. 6 Millionen Einspiel bei 50 Millionen Budget. So ist es. Also total gefloppt. Zu Recht. Frage ich gleich mal in die Runde, die hier völlig neutral und ohne irgendeinen Bond-Einfluss sich diesen Film vorgenommen hat. Ja, gut, die Barbara Broccoli sinniert ja schon seit Jahren davon, dass sie gerne sowas wie einen weiblichen James Bond entwickeln würde. Ja. Und ihr wurde schon unterstellt, sie würde James Bond zu einer Frau machen wollen, was ja Quatsch ist. Sondern ihr Ziel war offenbar immer, so parallel eine zweite Reihe aufzumachen. Ja. Und das soll jetzt quasi der erste Film sein. Aber in der Tat habe ich auch gedacht, naja, also das glaube ich nicht, dass da jetzt weitere Filme von kommen. Die Blake Lively, die spielt ihre Rolle gut, muss man sagen. Die macht das gar nicht schlecht. Und es gibt zwischendurch auch eine sehr gelungene Action-Szene, die ich toll fand, mitten im Film. Aber ansonsten ist das ein unglaublich, Jude Law spielt ja diesen Ausbilder, der bleibt total hinter seinen Möglichkeiten. Und das Ganze ist irgendwie auch völlig humorlos. Ich habe auch gedacht, ein bisschen Humor könnte dem Film ganz gut tun. Und dadurch sehr zäh geworden. Sehr zäh. Ja. Und es ist so, es geht immer so um sie und ihre Probleme und ihre, dass sie eben abgestürzt ist nach dem Tod ihrer Familie da und so. Ach ja, ich fand den sehr anstrengend, muss ich sagen. Also ich muss auch sagen, Blake Lively ist eine tolle Schauspielerin, hat auch den The Shallows ja allein getragen. Das ist, an ihr liegt es nicht. Sie hat ja auch mit vollem Körpereinsatz gearbeitet. Sie hat sich ja während der Dreharbeiten noch die Hand gebrochen bei einer Action-Szene und so. Also da, sie verwandelt sich äußerlich sehr stark. Am Anfang erkennt man sie eigentlich erst gar nicht, als sie da so runtergekommen ist. Also daran liegt es nicht. Aber das Drehbuch ist auch wirklich, ich kenne die Buchvorlage nicht, aber das ist ja eine Ansammlung von 0815 Drehbucheinfällen. Das hat man schon tausendmal alles gesehen. Und das wird nicht mal mit viel Action aufgelockert. Also es gibt dann eine interessante Action-Szene. Es passiert ein bisschen was, aber es ist weitgehend echt dröges, uninteressantes, Ja, was die Handlung betrifft, muss ich dir auch zustimmen. Er hat mich sehr an Codename Nina oder Nikita oder sowas erinnert. Wo man die Geschichten auch kennt. Ne? Eine Frau, die ausgebildet wird als Killerin, um eine Top-Agentin nachher zu werden oder
oder sowas, das hat man irgendwie schon gesehen. Ne? Dennoch habe ich den, also fand den nicht so schlecht wie ihr. Also ich finde da auch durchaus Tempo und auch die Action-Szene, die du angesprochen hattest, ich weiß, welche du meinst. Ich fand den eigentlich recht kurzweilig, natürlich jetzt kein Blockbuster. Das habe ich aber auch sollte es aber fast sollte es sein. Hatte ich aber irgendwie auch nicht erwartet. Irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Die Macher haben es erwartet. Ja, gut. Die 50 Millionen habe ich nicht gesehen irgendwie. Nee, die siehst du auch nicht. Gut, also mal 50 Millionen ist jetzt natürlich auch nicht die Riesenkategorie. Ist nicht in der Liga, ne? Aber das ist schon ordentliches Mittelfeld. Aber so anstrengend wie ihr fand ich ihn nicht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat jetzt nichts mit den Bond-Produzenten zu tun. Ne? Also nee, gar nichts. Aber doch, also zwischen den Action-Szenen fand ich ihn eben sehr zäh vom Tempo her. Und wie du schon sagtest, Jude Law macht hier eigentlich nur Dienst nach Vorschrift, wirkt eher lustlos. Sie tut, was sie kann, Blake Lively. Ja. Was ganz originell ist, fand ich, dass es hier diesmal so ist, es ist ja oft in diesen Filmen, wenn die zur Killerin ausgebildet wird, dass sie sofort dann auch das beherrschen und dann gleich super in ihrem neuen Job sind, nachdem sie, während andere da Jahre für brauchen. Sie tatsächlich hat ja Probleme, das dann auch umzusetzen und sie ist dann nicht einfach so einen Schalter umlegen und ich mache das jetzt und kann das. Also es klappt durchaus nicht sofort so, wie es eigentlich sein soll. Das fand ich zumindest mal einen realistischen Ansatz. Mhm. Aber das ist eigentlich nur so ein Detail, das mir dabei aufgefallen ist. Der Film ist so aufgebaut, dass es eine Reihe werden könnte mit ihr. Aber ich habe keinen Bedarf und ich fürchte, die Mehrheit wird auch nicht. Wird nicht passieren. Das ist für den Akten gelegt worden, nach dem Einspiel. Auch gibt es ja so einen musikalisch unterlegt, so einen Zusammenschnitt von den ganzen Ausbildungsszenen da. Das ist ja typisch wie Rocky oder wie Karate Kid oder so. Der Film strotzt nur so von Ideen, die zusammengeklaut wurden. Die man schon mal aus anderen Filmen kennt. Ja, genau. So, und das ist einfach zu wenig. Also, deswegen. Ich musste auch denken, es gab ja schon mal einen Versuch, quasi in so eine neue Filmreihe zu etablieren. Das war dieser Remo. Unbewaffnet und gefährlich. In den 80ern. Von Guy Hamilton, dem Bond-Regisseur, der ja auch gefloppt ist, den ich aber gut fand. Also da hätte ich mir vorstellen können, dass es da weitere Filme gegeben hätte. Aber ich glaube, wenn man von vornherein so versucht, das soll eine ganze Reihe werden, das funktioniert, glaube ich, nicht so richtig. Ja, bei Bourne hat es geklappt. Ne? Bei Bourne hat es geklappt. James Bond selber auch. Da war auch klar, die wollen mehrere Filme machen. Aber du hast ja schon ein bisschen länger her. Da hast du auch die ganze Romanreihe gehabt. Jerry Cotton, Kommissar. Winnetou. Ja, aber das sind alles bekannte Romanvorlagen schon gewesen. Aber das hier ja auch. Das waren ja auch welche, die nur so mittel geklappt haben. Aber bekannt, bekannt. Vielleicht hatte ich auch wenig Probleme mit dem Film, weil der mich halt so an diese Nikita und Codename Nina und Anna und wie sie alle heißen, wenn die da oder Anna war doch eine Tänzerin, oder? Hm? Nix. Was? Lass dich nicht vor uns. Weil die mir wirklich gut gefallen haben und vielleicht habe ich deswegen auch direkt gemerkt, auch das ist eine Handlung, die mir irgendwie gefällt. Sie wird jetzt ausgebildet, um dann Rache zu. Ich mag ja diese Rachefilme irgendwie. Ich habe ja irgendwie. Hast du eigentlich Atomic Blonde hieß? Ja, habe ich im Kino. Da kommt eine Fortsetzung auf Netflix. Ja, absolut. Da kommt eine Fortsetzung auf Netflix. Und auch Red Sparrow fand ich auch super. Den haben wir ja besprochen. Den haben wir zusammen gesehen. Genau. Ja, den fand ich auch gut. Ja. Also wie gesagt, ich mag diese Filmrache-Dinger, ne? Und wenn sie dann zur Killerin wird und so, ne? Und was du auch gesagt hast, ist, dass es am Anfang erstmal nicht alles klappt, das finde ich sehr, sehr glaubwürdig, weil ich dachte, sie ist jetzt nicht der perfekte Agent jetzt, ne? Und sie musste auch erst reinwachsen in ihre Figur dann halt, ne? Nö, also ich hatte weitaus weniger Probleme als ihr mit diesem Film. Aber ich fürchte, du wirst mit dem einen zufrieden sein. Ja, dann kann ich damit auch leben, so ist das nicht. Also, ne? Dann sollen sie lieber Bond weitermachen. Tja. Ne. Mal sehen, ob wir den dieses Jahr auch irgendwann vielleicht auch mal sehen. Glaube ich noch nicht. Ja, die Frage ist ja, mit wem ist das? Ja. Na, mal schauen. Oh Gott. Das war's für den Moment, aber weitere Besprechungen aus unserer Kinosendung findet ihr zum Beispiel hier. Oder wenn ihr unsere ganzen Sendungen sehen wollt mit noch viel weiteren Filmkritiken, dann klickt ihr hier drauf. Das ist nämlich hier der Link zu Massengeschmack TV. 14 Tage kostenlos testen, einfach mal reinschauen, es lohnt sich.